Galatone, dessen Name Gala aus dem Griechischen stammt und Milch heißt, ist eine salentinische Kleinstadt. Es ist eine landwirtschaftliche Gemeinschaft, in welcher Viehzucht früher die Hauptquelle des Reichtums und der örtlichen Entwicklung darstellte. Ein Ortsteil von Galatone liegt am Ionischen Meer nördlich von Gallipoli und die Stadt ist unter den 10 einwohnerstärksten Gemeinden der Provinz Lecce. Im Jahr 2005 wurde Galatone offiziell zur Stadt erhoben. Einst bezeichnete das Wort Choria jene Dörfer, dessen adlige byzantinische und hellenophone Herkunft waren und in denen sich die griechische Sprache mit dem örtlichen Mundart vermischte. Das Sebastianstor wurde einst auch Höllentor genannt. Es geht aufs 19. Jahrhundert zurück und wurde nach dem tragischen Erdbeben von 1743 wieder errichtet. Es ist dreigeteilt und hat vier Säulen im dorischen Stil, die scheinen, als ob sie den Himmel erreichen wollen. In der Mitte gibt es einen Halbkreisbogen mit den Wappen der einstigen Lehnsherren Pinelli Pignatelli und Della Chiesa. Das wunderbare Tor wird auch von der Statue aus lokalem Tuffstein von Schutzpatron von Galatone, dem heiligen Sebastian, verziert. Sie wurde vom Meister Pantaleo Latini gehauen, der sie herstellte und dem Dorf im Jahr 1859 schenkte. Der Uhrenturm wurde im Jahr 1808 fertiggestellt und hat einen wirklich sehr interessanten Stil, denn er hat zwei Glockenfenster. Auf der südlichen Seite des Turms kann man die wunderschöne funktionsfähige Sonnenuhr bewundern. Der dem Uhrenturm angrenzende Sedile war der ursprüngliche Sitz der Bürgerversammlung des Rathauses von Galatone. Er wurde von Onofrio Fanulli 1589 gebaut und war auch Sitz der Gemeindeplenarversammlung bis zum Jahr 1870. Der normannische Palazzo entstand auf den Türmen eines noch älteren Gebäudes, das im 11. Jahrhundert wieder aufgebaut wurde. Die Lehnsherren, die sich im Laufe der Zeit ablösten, zuerst die Familie Falcone im Jahr 1187 und 8 Jahre später die Familie Gentile, konsolidierten und weiteten die Festung aus. 1556 war das Gebäude nicht mehr nur eine militärische Festung, sondern er wurde dank den neuen Eigentümern ein echter Adelspalast. Es handelte sich um die Familie Squarciafico, sie waren adlige Genueser Banker, die durch Handel zu Reichtum gekommen waren. Sie ließen das aktuelle Eingangsportal bauen, das die Zugbrücke ersetzte. Die monumentale Fassade wurde dagegen zur Jahrhundertwende des 16. Jahrhunderts von der Familie Pinelli Pignatelli restauriert. Die Fenster und die Balkone wurden auch im Barockstil reich verziert. . 1927 entschied die Marchese Anna Ravaschieri Pinelli Pignatelli, das gesamte Gebäude den Klosterbrüdern des Ordens der Maria der Schmerzenreichen zu schenken. Seitdem ist das Gebäude nicht mehr in Eigentum der Adelsdynastie Pinelli Pignatelli. Musik.
Der Turm Pinelli Pignatelli wurde 1267 während der Zeit der Plantagenets gebaut. Damals war er von einem Burggraben umgeben. Einst hatte der Turm nur eine passive Verteidigungsfunktion. Das bemerkt man an den dünnen Wänden des gesamten Gebäudes, die schwerer Artillerie nicht widerstanden hätten. Im 19. Jahrhundert fungierte das Erdgeschoss, das früher als Gefängnis genutzt wurde, nur als Stall. Das bemerkt man an den Futterkrippen, die in die Wände gegraben wurden. Im obersten Stock gibt es einen großen Raum, dem im Fall einer Belagerung ganz sicher sein konnte. Der Turm wurde im Jahr 1969 restauriert und seitdem ist er jetzt angesichts seiner Bedeutung für die Bürger von Galatone Sitz des örtlichen Fremdverkehrsvereins Proloco. Die frühindustrielle Ölmühle von Galatone liegt im Inneren des Palazzo Pinelli Pignatelli. Sie ist ein guter Mix aus Erfahrung und harter Arbeit. Vom architektonischen Gesichtspunkt ist die Mühle sehr groß und prächtig. Sie ist quadratisch und ca. 600 Quadratmeter groß. Sie ist in 6 Joche mit Sterngewölben geteilt. Die Räumlichkeiten wurden gänzlich in den aus örtlichen Kalkgranitfelsen, im Volksmund auch einfach Tuffstein, gehauen. Die Mühle war sehr wichtig für die Gesellschaft, denn mindestens 100 Einwohner standen dort in Lohn und Brot. Dank 72 Gaslampen war das Pressen Tag und Nacht möglich. Das Gas wurde vor Ort aus Abfallstoffen des Müllvorgangs in einem Heizkessel, der in den Boden eingelassen war, erzeugt. Heute ist sie die einzige Mühle in der Provinz Lecce, die noch so gut ausgerüstet ist, das heißt, in der noch beinahe alles Gewerk im Original zu sehen ist. Fulcignano liegt 800 Meter Richtung Süden von Galatone entfernt und ist das Symbol der Mischung griechischer und byzantinischer Kultur. Während der Blütezeit des Ortsteils Fulcignano gab es gewisse Spannungen mit dem nahen Galatone, vielleicht wegen der verschiedenen ethnischen, sprachlichen und kulturellen Unterschiede. 1335 kam es zu einem harten Kampf zwischen den Einwohnern der beiden Ortsteile. Die Bewohner von Galatone gewannen die Oberhand über Fulcignano und zerstörten sie. Die Architektur ist eine der besten erhaltenen im Salento und erinnert an den islamischen Baustil. Die orientalischen Einflüsse wurden während der Kreuzzüge sowie aus Sizilien übertragen. Der Mauerring aus örtlichen Sandstein war etwas ganz Besonderes. Er flößte dem Besucher ein Gefühl von Ehrfurcht wegen seiner Undurchdringlichkeit ein. Er war ca. 8 Meter hoch, 75 Meter auf der längsten Seite und 49 auf der kürzeren Seite lang und ca. 2 Meter dick.
Der Palazzo Lercari wurde wegen seiner Vernachlässigung für lange Zeit Palast der Schande genannt. Er ist eines der wichtigsten Denkmäler von Galatone. Er wurde restauriert und am 13. Juli 1958 im Gedenken an Antonio de Ferraris, dem bedeutendsten Akademiker und Sohn Galatones, gewidmet. Im Inneren findet man eine Bibliothek mit über 5500 Büchern von hohem kulturellem und literarischem Wert. Die Stadtbibliothek wurde so wichtig, dass sie 2007 fester Bestandteil vom Salento-Bibliothekszentrum und im Plan zur Entwicklung des Nationalen Bibliotheksdienstes Apuliens aufgenommen wurde. Was kulturell sehr beeindruckend und interessant ist, ist das Museum der Gewerke von Leonardo da Vinci, das von der Vereinigung Creativa Mens geleitet wird. Es liegt im Inneren des Palazzo Spinelli-Vignatelli. Seit 2009 organisiert die kulturelle Vereinigung eine permanente Ausstellung mit dem Titel Leonardo da Vinci in Galatone. Der Kenner von Da Vinci, Ingenieur Giuseppe Manisco, hat ca. 70 von seinen Werken wieder aufgebaut. Eine einzigartige und sehr interessante Lehrpfad von Kriegsmaschinen, Technologie und Architektur, Hygroskope, Spannbrücken, die auf Boden transportiert werden konnten und die damit mobil waren, und noch Anemometer, Kugellager und Kompasse. Es gibt sogar eine voll funktionsfähige Wurfmaschine. Alles wird zusätzlich auf Paneelen beschrieben. Eine anregende Reise in physikalische Prinzipien, Kriegsmaterial und Neugier und Anekdoten des außergewöhnlichen Lebens eines Manns, der die Geheimnisse des Universums entdecken wollte. Im Inneren des Palasts Spinelli-Vignatelli gibt es auch eine Radioausstellung. Ganz besondere Lautsprecher aus den 20er Jahren der Marken Safar, Fonola, Magnanite, Telefunken, Radio Marelli und noch mehr als 100 Radioempfänger aus mehreren Ländern. Neben dem für die Radios verwendeten Saal findet man einen Raum, der dem berühmten Guglielmo Marconi gewidmet ist, an den eine Büste aus Bronze erinnert. In diesem Raum wurde eine Telegrafenstation mit verschiedenen Instrumenten für die Wissenschaft, so wie zum Beispiel die Ruhmkorff-Spule und die Wims-Wurzmaschine, eingerichtet. Das Denkmal zu Ehren Antonio de Ferraris lässt vorstellen, auf welche Weise die Bewohner von Galatone ihren bedeutendsten Akademiker respektierten und schätzten. De Ferraris begann bei den Basilius-Mönchen von Galatone Literatur zu lernen und ergänzte die Humanstudien in Ardon. Er zog dann im Erwachsenenalter nach Neapel um. Hier studierte er Medizin und spezialisierte sich auf Philosophie und Literatur. Er war daher ein hochgebildeter Mensch, der in seiner Arbeit aufging. Galatone erinnert ihn als Symbol der Weisheit. Ihm wurden die wunderschöne Statue und auch der Garten vom Palazzo Belmonte gewidmet. Die
Die kleine Kirche in Ehre von der Madonna der Odegetria, altgriechisch für Wegweiserin, auch als Madonna Dieter bekannt, stammt aus dem 12. Jahrhundert, aber leider davon ist nur ganz wenig übrig geblieben. Das Innere ist von einem Tonnengewölbe geprägt, das einstmal mit Szenen der Passion Christi schön dekoriert und verziert war. In der Mitte des Gebäudes kann man noch die Darstellungen der Madonna Dietria, die ihrem Sohn Jesus den Weg der Rettung zeigt, bewundern. Andere Fresken stellen die Heiligen der höstlichen Liturgie dar und zeigen, wie die Kulturen, die von der anderen Seite des Mittelmeers stammen, den Salento tief beeinflusst haben. Gelatone hat auch ein wunderschönes Kino, Minerva Kino, das seine wichtige kulturelle Tradition auch für den Bereich der darstellenden Künste beweist. Ein sehr besonderes Kino, das lange Zeit geschlossen war. Vor kurzem wurde es der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht. Das Minerva Kino ist heute das Aushängeschild für die Einwohner von Gelatone. Denn hier mischen sich Kultur und Kunst und zeigen das Beste der bildenden Kunst. Eines der faszinierendsten landschaftlichen Gebiete der ionischen Küste ist der zweigeteilte Berg im Ortsteil La Reggia. Er liegt auf dem Küsteabschnitt, der von Lido Conchiglie zum faszinierenden Santa Maria al Bagno führt. Die Felsküste, reich an Zugangspunkten zum Meer, wird von kleinen Karstgrotten und von verschiedenen Korallenarten beherrscht, zu deren Zerstörung der Mensch im Laufe der Zeit maßgeblich beigetragen hat. La Reggia ist eine wahre naturelle Bereicherung im Sonnenlicht. Die Erholungssuchenden können hier die Landschaft genießen und in Symbiose mit der Natur in Kunstgebieten leben.